Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God-Mode-Mod. Und wir gehen natürlich wieder in File 3, weil das ist unsere God-Mode-Mod-File. Und okay, es funktioniert, danke. Da gab es nämlich einige Probleme eben wegen der Savior-Mod. Und erzähle ich gleich. Auf jeden Fall haben wir letztes Mal mit Drake gespielt, haben einmal verloren, einmal gewonnen, deswegen auch die Winstreak von nur noch ein. Haben wir sie einfach halbiert, unsere schöne Winstreak. Und wir haben Mutters Herz besiegt mit Drake, wie man da oben schön sehen kann. Und jetzt sollten die Charaktere auf jeden Fall auch alle richtig aussehen. Und wir haben noch Xaven und Gitchen. Können wir beide noch spielen, die haben wir nämlich noch nicht gespielt. Und Gitchen hat die Soymilk von Anfang an. Xaven sieht böse aus. Komm, wir spielen Xaven. Da haben wir die Gabipaw. Süß. Okay, Gitchen stirbt von Anfang an, sodass er zum Black Judas wird. Das heißt, wir machen ein bisschen mehr Schaden von Anfang an. Wir haben explosive Bomben und explosive Tränen. Das könnte recht interessant werden. Wir werden auf jeden Fall richtig viel Schaden machen. Oh, und wir kriegen das Book of Revelations, dass wir es im letzten Mal freigeschalten haben. Sehr geil schon mal. Wir holen uns auf jeden Fall den Schlüssel. Und ich glaube, das Herz auch. Ja, ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich hatte eben... Ich wollte eben schon aufnehmen und dann wollte ich, dann habe ich dran gedacht, oh, die Savior-Mod. Danke übrigens an die Leute, die das geschrieben haben, dass ich die Savior-Mod-Datei nochmal rauslöschen muss. Das hat mich gefreut, dass ihr das geschrieben habt. Danke, danke. Ja, wollte ich die Savior-Mod irgendwie rausnehmen, aber das ging irgendwie voll schlecht, weil ich habe irgendwie schon so viele Mods installiert, dass dann, das war ein richtiges Kuddelmuddel in meinem Ordner, in meinem Binding of Isaac-Ordner. War das irgendwie gar nicht mal so einfach? Dann hatte ich irgendwie die Savior-Mod-Sachen halt draußen und die God-Mode-Mod nochmal neu installiert, aber dann sahen die ganzen Charaktere nicht mehr so aus, wie sie aussehen sollen. Und dann war auch immer noch alles falsch und jetzt funktioniert das. Au! Gott! Jetzt funktioniert das zum Glück wieder alles. Und ich hoffe, jetzt stehen da auch die richtigen Sachen, wenn wir was freischalten oder so. Das wäre auf jeden Fall ganz schön und wir kriegen hier nochmal zwei blaue Herzen. Das ist auch sehr schön. Wir schauen mal in den Shop rein. Die Karte, die können wir uns sogar leisten. Sehr geil, Lomatico. Wir haben an sich auch genug Schlüssel, also mit drei Schlüssel können wir auf jeden Fall gut was machen. Wir können mal eine Münze spenden. Haben wir schon mal irgendwas getan in diesem Run? Ist ja schon mal nicht ganz so schlecht. Und Bombis. Keine Bombis. Okay. Keine Bombis. Aber Geld. Und doch zwei Bombis. Das ist nett. Gut, wir sehen auf jeden Fall richtig böse aus. Wir sind einfach ein Flammentyp. Wir sind ein... Oh, wir dürfen natürlich nicht so nah an die Gegner rangehen, sonst explodieren die und dann machen sie uns Schaden. Beziehungsweise machen wir uns selber Schaden. Auf jeden Fall sind wir ein Feuerbändiger. Los, komm doch an. Los, rette doch deine Leute. Du wirst sie nicht retten können. Hahaha, ich bin ein Feuerbändiger. Ich gehöre zur mächtigsten Fraktion. Die mächtigste. Denn alles, was Feuerbändigen kann, ist mächtig. Ach, guck mal, da kann sogar brennen. Das ist nett. Okay. So. Das war eine ziemlich problemlose erste Ebene, möchte ich mal sagen. Und vielleicht sollten wir nochmal kurz nach einem Geheimraum gucken, der höchstwahrscheinlich da sein wird. Jo. Mit nochmal zwei Schlüsseln. Okay. Und die Bombe kriegen wir auch wieder. Perfekt. Meine Bomben. Aber wir sehen richtig cool aus. Aber irgendwie, der läuft nicht wirklich, oder? Irgendwie ist die Laufanimation komisch von dem Black Judas in dieser Version. Oh, warte, das sah eben cool aus. Okay, müssen wir gleich nochmal nachgucken, wenn wir in die nächste Ebene gehen. Das sah ja richtig cool aus. Und wir kriegen Hammelmandel. Und ein Gabi-Item. Und kein weiteres Gabi-Item, aber ist uns auch egal. Denn wir haben schon mal ein Gabi-Item. Das ist doch schon mal richtig gut. Und der ist nicht durch die Explosion gestorben. Krasses Ding auf jeden Fall. Vielleicht hier irgendwo ein Gabi-Item? Nee, aber drei blaue Herzen, das hat ja auch was. Und noch eine nette Karte. Oh, die wird doch bestimmt gut sein. Ja, Joker, perfekt. Können wir auf jeden Fall gleich oder irgendwann später zum Joker gehen, wenn wir irgendwie Pech haben sollten und zu viele blaue Herzen verlieren sollten, was eigentlich gar nicht geht, weil wir haben ja gar keine roten Herzen. Hä? Ja. Von daher, wir sollten jetzt eigentlich jedes Mal wieder ein Devil Room bekommen. Ist eigentlich gut. So. Aber bisher, Safen gefällt mir bisher. Aber jetzt sollte da auch wenigstens nicht mehr stehen, dass wir irgendwie Jesus oder so freischalten. Das ist ja auch ganz gut. Und Oddi, Oddi. Wie, hä? Die brennen sogar, wenn wir, was? Brennen die allein schon, wenn wir nur neben denen stehen? Okay, die haben auf jeden Fall mehr Leben.
wie das aussieht. Die im normalen Isaac, die wären jetzt schon lange tot. Durch dieses Feuer allein schon. Aber okay. So. Können wir wieder unser Book of Revelations einsetzen. Achso, stimmt, wegen dem Book of Revelations sind die Bosse natürlich auch öfters... Okay. Öfters Harbingers. Also diese Reiter der Apokalypse. Das heißt, wir werden dann auch öfters die Bandage bekommen. Und anscheinend explodieren wir, wenn die Gegner uns treffen. Oder sehe ich das gerade falsch? Ich weiß nicht. Vielleicht war das auch nur Zufall. Zweimal. Monstro, Monstro, Monstro. Am besten ist, wenn wir jetzt noch irgendwo Pyromaniac bekommen. Oder Sacrificial Heart. Ich weiß, ich kann den Namen nicht aussprechen. Das ist ein zu schwerer Name. Und irgendwie bin ich erkältet. Ich hoffe, man hört das nicht so raus. Aber irgendwie schon. Ich weiß noch nicht, warum. Ja, ein Lebensupgrade. Ja, komm. Nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir das ja hier sofort ausgeben. Jo, und wir kriegen Scary. Das heißt, wir können fliegen. Und jetzt ist die Frage, ob wir das Marketing... Wir nehmen das Ding hier mit. The Pack. Das ist nämlich auch gleichzeitig noch ein Tiers-Up. So, sind wir gleich... Oh, haben sogar wieder volle Leben. Sind wir gleich noch unser rotes Herz losgeworden. Haben uns dafür ein Item geholt, das eigentlich 2 rote Herzen kostet. Das ist doch alles schön hier. Das gefällt mir. Und sind wieder ein bisschen stärker geworden. Oh ja. Sogar erkennbar. Das ist doch nett. So, jetzt brauchen wir nur noch den goldenen Raum. Und dann können wir hier die Ebene auch schon wieder verlassen. Wow. Es gibt Knöpfe, die es dunkler machen. Haben wir jetzt diesen Curse? Ja, es gibt Knöpfe, die Curses aus... Oh, wie cool ist das denn? Das finde ich jetzt wirklich cool. Dass es solche Knöpfe gibt. Au. Los, Dead Bird, greife an für mich. Dann halt nicht. Okay, schön. Dead Bird sieht aber trotzdem noch anders aus. Ich hatte nämlich Sorge, dass jetzt die ganzen Mods, die ich irgendwann mal installiert hatte, nicht mehr installiert sind, weil ich das alles irgendwie gelöscht hatte. Aber anscheinend ist das doch noch da. Denn ist ja alles gut. So, wir haben die schöne Maske bekommen. Da oben ist nichts. Hier ist noch was. Das brauchen wir allerdings nicht. Okay, komm, wir sammeln jetzt einmal auf, damit wir es irgendwann schon mal hatten. Aber so toll ist die Pickaxe jetzt auch nicht. Okay, dann sind wir hier, glaube ich, soweit durch. Außer vielleicht den Shop. Aber ehrlich gesagt möchte ich mal in den Challenge-Raum reingehen. Wir haben ja aber schon wieder viel zu viel Zeit verdattelt. Aber wir versuchen das trotzdem mal irgendwie in den Challenge-Raum reinzukommen. Ich bin nicht mal gespannt, was da auf uns wartet, wenn ich ehrlich bin. Stelle ich mir nämlich ein bisschen schwerer vor. Vielleicht... Ah ja, das sieht cool aus. Vielleicht gibt es aber auch viel mehr Items. Vielleicht sind da ja mehr als 4 Items. Könnte ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Und zweimal das Jump-Buch? Echt? Ist das halt erst... Oh, und wir können mal durchschießen, weil wir jetzt Scary sind. Und wir können fliegen. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Kriegen hier auch noch ganz viel kostenloses Zeug. Nee. Obwohl, einmal können wir es einsetzen. Dann kriegen wir wenigstens ein paar Spinnen. So. Oder halt. Ja doch, 2 Spinnen. Nett. Okay, sonst gab es hier leider nicht so viel. Das Jump-Buch ist eigentlich ganz cool. Aber brauchen wir nicht. Lust? Lust? Wo bist du? Ach, dreimal Lust. Okay. Kein Ding. Kein Ding. Machen genug Schaden. Okay. Kriegen Poison Touch und eine Bombe. Naja, immerhin. The Devil nehmen wir mal nicht mit. Wir könnten eigentlich jetzt schon zum Joker gehen. Wir könnten eine Ebene auf jeden Fall auslassen. Ja, wir könnten tatsächlich eine Ebene auslassen, aber vielleicht sollten wir das lieber später machen. Oh, da hat uns unsere Maske beschützt. Falls irgendwie die Zeit zu knapp wird, dann können wir auf jeden Fall eine Ebene auslassen, damit wir auf jeden Fall zum Challenge-Raum kommen. Ich glaube, das sollten wir machen. So, aber wir haben ja noch 13 Minuten. Oh. Okay, gut, dass diese Explosionsschaden aber nur einen halben Schaden macht. Justice, mal 2. Nett. Setzen wir natürlich ein. Alles mein Justice, mein Zeug. Ich habe die Karte eingesetzt, also gehört das Zeug mir. Oh, keiner kann es mir nehmen. So, je nachdem, was das für eine Turfklapp ist. Okay, ein paar Bomben mehr, warum nicht? Haben wir hier noch Schönes? Ja. Geht besser. Ich würde gerne gar nicht hier drinnen kämpfen. Ich würde mich gerne irgendwie raus teleporten, aber geht ja nicht. Dafür nutze ich nicht meine Joker-Karte. Das könnt ihr vergessen. So. Verbrenne, du kleine Made. Okay.
kriegen nix, alles klar. Und der Boss ist dann wahrscheinlich da oben rechts irgendwo. Muss ja. Aber wir können uns eigentlich mal aus ein paar Räumen raussprengen. Damit wir hier mal ein bisschen schneller unterwegs sind. Ja, das machen wir mal. Hier, tschüss. Ich wüsste sowieso nicht, warum wir hier jetzt drinnen bleiben sollten. Aha, ihr habt euch wieder verwandelt. Warum tut ihr das? Das dürft ihr nicht. Das verwirrt mich. Dann denkt man immer, da sind einfach nur so richtig schwache Gegner. Dann verwandeln die sich einfach in was Blöderes. Das ist voll tricky. So. Ja, komm. Wir spenden mal bis 55, wenn das geht. Oh, das Objekt. Oh ja, nettes Item. Wenn wir das irgendwann mal bekommen sollten. So, 55. Ich mach mal bis 60. Dann haben wir nämlich noch unsere 15 Münzen. Und das ist dann alles schön. Können wir uns auf jeden Fall noch eine Sache kaufen, wenn es irgendwann mal was im Shop geben sollte. Zweimal Full Health. Okay. Wo haben wir das Lebensupgrade her? Ich weiß es nicht. Hä? Jetzt mal ehrlich, wo haben wir das Lebensupgrade her? Macht eine Full Health Pille ein Lebens... Nee. Das glaube ich nicht. Oder? Das wäre ja total bescheuert. Wenn eine Full Health Pille noch ein Lebensupgrade ist. Aber wo haben wir dann das Herz her? Das hatten wir eben noch nicht. Nicht, dass ich dagegen was hätte, aber trotzdem. Es wundert mich. So, du auch noch. Komm her. Du bist grün. Ich erlöse dich von deinem grünen Dasein. So, das war ja auch... Nee, das war Neues. Ja, Doge Party. Okay, warte. Dann sammeln wir die nochmal ein und... Nö. Wo haben wir das Held ab her? Man weiß es nicht und irgendwie... Warum... Ah, ich habe mein Buch nicht eingesetzt. Nein, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich einen Harbinger bekommen. Dann hätten wir... Wow. Da hätten wir höchstwahrscheinlich eine Super Meat Girl machen können. Wie viele Leute spawnt der denn bitte? Wow, okay. Läuft bei dem. Okay, das ist ja richtig assig. Okay, den muss man also schnell besiegen. Beziehungsweise so bekämpfen, dass er gar nichts erst spawnen kann. Das ist ja richtig krass, wie viele der eben gespawnt hat. Alter. Da, komm, stirb. Noch ein Lebensupgrade? Okay. Wir können uns das Boomsten Baby leisten. Ich glaube, ich hole mir aber lieber das Rotten Baby. Das mag ich irgendwie mehr. Zweites Gabi-Item auf jeden Fall. Und wir kaufen uns trotzdem das Boomsten Baby. Ja, warum denn nicht? Wir können ja alles mitnehmen. Alles meins. So. Sehr schön. Haben wir zwei Babys mehr. Ja, schauen wir auch mal rein. Wir haben ja noch genug genug Schlüssel. Das passt alles noch. So, jetzt ist die Frage. Wollen wir das Trinket da mitnehmen oder nicht? Ist eigentlich ganz gut, so ein Gifteffekt. Dann hätten wir einen Feuereffekt und einen Gifteffekt, aber wir lassen es mal liegen. Und ich denke mal, der Boss wird hier oben sein, in den Doppelraum da oben. Das heißt, es wird dann ein blöderer Boss werden, aber okay. Autsch. So, da, das tut doch weh. Hör auf. Wir brauchen dringend Pyromaniac oder sowas. Hui. Ah. Da haben wir blaues Herz. Oh Gott. Das passt halt voll nicht. Das ist... Diese Tränen sind quasi genauso wie Bob's Brain. Man darf nicht... Hilfe. Man darf nicht so nah an die Gegner rangehen, weil man sonst explodiert. Das ist schlecht. Schlecht ist das. Schlecht. Und dieser Raum ist auch schlecht. Ich mag diesen Raum nicht. Zum Glück haben wir das Bimsen-Baby. So. Lukas Hörner, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und die X-Ray Vision-Brille. Natürlich auch. Nehmen wir alles gerne mit. Okay. Und wir haben eben durch unsere Explosion kein Leben verloren. Ist auf jeden Fall interessant. The Sun, okay. Range down. Range up. Und nochmal Range down. Aha, okay. Ja. Kann man machen. Schauen wir hier nochmal rein. Was haben wir hier? Den Fischkopf. Nee, wir spenden aber nochmal 8 Münzen. Schade. Okay, bei 64 jetzt angehalten. Egal, haben wir ein bisschen gespendet. Wir sind ein guter Mensch. Oder was auch immer wir sind. Was auch immer Xhaven für ein Typ ist. Wir sind ein guter Feuerbändiger. Stärke, okay. Brauche ich nicht. Und hier ist nicht der Boss. Okay, wir sind falsch gelaufen. Oh nein. Was sollen wir jetzt nur tun? Wie viel Zeit haben wir noch? 13 Minuten. Das ist, glaube ich, die vierte Ebene. Okay, müssen wir uns... Na, ist eigentlich noch gut in der Zeit, glaube ich.
Und wir konnten hier trotzdem gut abkürzen. Ich glaube, der Boss ist dann da links. Heißt auch dieser Raum und der nächste und dann sind wir schon beim Boss. Gut, dann haben wir diese Ebene ja gut überstanden. So, da müsste der jetzt... Ja. Perfekt. So. Und ein Harbinger? Nein, Gördi. Warum denn Gördi? Gördi, was machst du hier? Ich wollte einen Harbinger haben. Und jetzt bist du hier. Aber ich habe doch mein Buch eigentlich eingesetzt. Komisch. Naja. Oh Gott. Okay, wir haben kein Devil Deal bekommen. Allerdings haben wir auch keine rote Herzen. Ich glaube, ich setze den Joker lieber erst in der nächsten Ebene ein, hier jetzt. Weil es die fünfte Ebene ist. Und es ist Next Alley. Ah, oh, fuck. Warum ist es Next Alley Ebene? Oh Gott. Okay, schade. Ich dachte, der Geheimraum wäre vielleicht da oben. Weil der Boss höchstwahrscheinlich da rechts sein wird. Ah, hi, Greed, na. Hast du noch ein bisschen Geld für uns, das wir nicht spenden können? Das ist toll. Aha, durch unser eigenes Feuer dürfen wir gegenlaufen, aber nicht gegen das andere Feuer. Ja, ich meine, wir sind ein Feuerbändiger. Feuer kann uns gar nichts anhaben. Unlogisch. Gut, das heißt, wir können unsere Joker-Karte doch nicht so einsetzen, wie ich das wollte, aber okay. Ist ein bisschen doof. Weil es halt eine XL-Ebene ist, wenn wir die jetzt hier einsetzen würden und dann durch den Raum da gehen würden. Au. Dann wären wir auch nicht im komischen Raum da. Ja, im komischen Raum, der heißt so. Halt im Boss Rush. So. Ah, ich hasse euch. Ich hasse euch. Wieso habt ihr viel mehr Leben als früher? Warum? Ich hasse diese Tränen. Eigentlich sind die cool. Hä? Butterbean? Ach. Wir haben genug an Scheißhaufen vernichtet. Toll. Das freut mich. Habe endlich die Butterbean freigeschaltet. Die beste Bohne, die es gibt. Nach den Rocket Beans. Ganz klar. Okay. Oh, Gibby. Hi. Nehmen wir gerne mit. Na, lass mich raus. Ach, hier sind Gegner. Oh Gott, wir dürfen hier nicht raus, weil hier Gegner sind. Oh Gott. Okay, was haben wir hier? The Moon. Ja gut, wir hätten da rausgekonnt, aber ich behalte lieber meine Joker-Karte. Ja, das war alles geplant. Wir haben immer noch volle Leben. Na, was machst du jetzt? Die Dinge explodieren aber auch echt häufig. Explodieren die Tränen häufiger? Mit mehr Luck? So wie das bei den ganzen anderen Träneffekten ist, oder ist das einfach nur Zufall? Das wird mich auch mal interessieren. Ist aber auch eigentlich nicht so wichtig. Ach, da haben wir Sister Maggie wieder. Yay, Friends till the end. Wir sind Friends till the end. Beim alten Isaac hieß Friends till the end noch, dass man ein paar Fliegen bekommen hat. Und hier ist das einfach nur so ein blödes Familienmitglied. Das gute alte Isaac. Gott. Die haben auch mehr Leben, oder wie? Oder machen wir. Wir machen doch eigentlich voll den guten Schaden. Okay. Hier schönes Magician. Ja, sowas brauche ich. Gut, damit den Boss. Sehr gut, sind wir sogar den richtigen Weg gegangen. Und wir haben noch 3 Minuten ungefähr, um Mom zu besiegen. Ah ne, oh ne, wir haben 3 Minuten, um 2 Bosse zu besiegen. Ja gut, dann können wir mit der Sun-Karte hier eigentlich mal reingehen. Ja, stirb. Kriegen wir zumindest unseren zweiten Bandage-Girl-Dingsbums. Das ist ja auch recht nett. So, ja, genau. Leg dich einfach mal hin im Feuer. Das tut gut für die Haut. So. Nummer 2, dann nehmen wir wieder unsere Joker-Karte mit und Mutti, hi. So. Erstmal diese blöden Bumsen-Dinger töten. Die sind immer am nervigsten. Oh.
Oh Gott. Ah, wieso stampft die denn so schnell? Das hat früher aber noch länger gedauert, bis sie gestampft ist, oder? Ich glaube, das hat er auch angepasst. Ganz schön assig. Isaac! Ich bin nicht Isaac. Ich bin Xaven. Lerne endlich meinen Namen. Mutti. Du bist nicht mal meine Mutti. Okay, aber die stampft wirklich schneller. Das heißt, man muss die ganze Zeit in Bewegung bleiben, ja? Okay. Okay, verstanden. So. Tiersab zum... Nee, Shotspeed-Up. Okay, Shotspeed-Up ist auch nicht so schlecht. Tourfahrt bringt uns gar nichts. Wir haben eine Minute, um hier kurz reinzugucken. Wafer. Wafer ist sehr schön. Das sammeln wir jetzt mal lieber schnell ein. Okay. Jetzt müssen wir den nur noch schnell genug besiegen. Und dann... können wir endlich mal in den Bossraum gucken. In den Bossfasch gucken. Sehr, sehr schön. Okay, da. Oh ja. Es gibt sehr viel mehr Items. Oha. Okay, Moment. Was ist das Beste davon? Oha, das ist ja alles voll hier mit Items. Oh, ein Quadshot wäre ganz cool, oder? Alles voll. Ah, das Schlechte ist, dass wir auf jeden Fall hier nicht rauskommen, so wie bei der Savior-Mod. Ach doch, wir haben ja die Joker-Karte. Okay, wir können irgendwas mitnehmen und dann hier rausgehen. Ist die Frage, was? Den Quadra-Shot, der war eigentlich ganz cool. Ansonsten... das ist Virtue. Ansonsten hätten wir hier noch den Capricorn, was ein All-Stats-Up wäre. Und Mulligan ist ja auch. Oh, Mulligan ist natürlich auch geil. Wollen wir Mulligan mit... wir nehmen Mulligan. So, und dann schauen wir mal, was hier für Gegner auf uns warten. Vielleicht... können wir sogar ein paar Dinger hier mal machen. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Und wenn uns das irgendwie zu blöd wird, dann gehen wir raus. So, auf jeden Fall haben wir Mulligan. Ob das jetzt die beste Entscheidung war, ist eine andere Frage. They grow in time. Mulligan war auf jeden Fall, dass wir, genau, fliegen spawnen. Okay, anscheinend kommen hier die ganzen Sin-Dinger. Ist interessant. Also die Lust und so. Lust und Faulheit. Die ganzen... wie heißen die denn? Todes-irgendwas? Die ganzen Todessünden? Oder so? Keine Ahnung. Die hatten irgendeinen Namen. Sin heißt ja auf jeden Fall Sünden. Die sieben Todsünden. Ja, natürlich heißen die so. Ja, die sieben Todsünden. Ja. Okay, also bisher ging das ja noch. Okay, anscheinend gibt es davon immer so ein paar kleinere... oh, Gluten-Toni. Gluten-Toni ist wieder da. Ein paar kleinere und dann immer noch eine große Version. Auch interessant. Ist auf jeden Fall was Neues von dem Boss-Quash. Mal so ohne Bosse. Aber ich glaube, die Bosse kommen auf jeden Fall auch noch. Oder das ist hier ganz anders. Oh! Lebensupgrade nehmen wir gerne mit. Greed und Supergreed, okay. Stimmt, dann sollte es ja eigentlich sogar 7 Todsünden geben. Okay, also das ist jetzt die dritte. Das heißt, gleich muss auf jeden Fall noch... also was hatten wir? Wir hatten Slots, wir hatten die Faulheit, wir hatten die Gier jetzt, dann hatten wir... was war das eben? Was ist ein Gluten-Toni? Was ist ein Glatoni? Weiß ich gar nicht, was heißt ein Glatoni auf Deutsch? Kein Plan, auf jeden Fall ist das Envy, das ist... Envy heißt... oh Gott, Eifersucht? Missgunst, ist das sowas? Eifersucht? Ja, ich glaube schon. Aber was ist ein Gluten-Toni? Oh, und die Mod hat mir mein Fistula hier kaputt gemacht. Das war früher noch, das war Catula oder sowas. Das war irgendeine Katze. Toll. Jetzt sieht er wieder eklig aus. Bäh. Bäh, weg mit dir. Bäh. Night, nee, Night. Night fehlt auf jeden Fall noch. Ist Envy Night? Envy ist Night, gell? Envy ist Night. Er ist neidisch auf uns, dass wir so tolle Tränen haben und so tolle Begleiter. Und so einen tollen Vogel, der für uns angreift. Und dass wir so viele Leben haben und er nicht.
Okay, irgendwo scheint noch ein Kopf zu sein. Da. Wie hießen die denn nochmal? Wie hießt ihr? Ich habe euer Namen vergessen. Oh Gott, das ist ja richtig... Oh Gott, ist das schlimm. Könnt ihr mal aufhören, die ganze Zeit Bomben zu spawnen? Au. Das war ja echt schlimm. Wenn die alle gleichzeitig ihre Bomben spawnen... Oh, Bock auf Sinn aber freigeschalten. Hat sich schon gelohnt. Warte, ja, hier. Los, Attacke. Pow, pow, pow. Jetzt spawnen die überall Bomben. Tja, wir können fliegen. Du kannst gar nichts gegen uns machen. Voll die Hipster-Dinger. Aha, Hipster ist also auch eine Todsünde. Hipster-Seite ist schlecht. So. Oh Gott. Ach, okay, ich hab die doch noch. Hä, wieso sah dann eben Fistula anders aus? Okay, aber diese Katze ist immer noch da. Okay, da bin ich beruhigt. Hä, dann war das ein ganz neuer Boss, oder wie? Oder was? Oder wo? Oder wann? Oder wieso? Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Ich will ja nicht sein. Lass mich gehen. Au. Wir müssen daran denken, dass wir jederzeit hier raus können, wenn wir wollten. Oh, was würde ich jetzt geben für einen Dark Bomb, der die ganzen Leben aufsammelt und mir rote, blaue Herzen dafür gibt? Ah, ich glaube, wir hätten lieber den Quadshot mitnehmen sollen. Der wäre wahrscheinlich besser gewesen. Vor allem, weil wir eh bald schon Gabi sind. Naja. Man kann ja mal falsche Entscheidungen treffen. Wir hätten noch zwei Sachen mitnehmen können. Wir hätten hier reingehen können, hätten Joker einsetzen können, hätten noch eine zweite Sache mitnehmen können. Und dann wäre alles cool gewesen. Oh Gott, wir haben gleich nicht mehr viele Leben. Der ist echt lang, ey. Ist krass. Junge, was geht ab mit dir? Der nimmt ja einfach den halben Raum hier ein. Da, nimmt die Bombe. Pow. Oha. Wie viel Leben der auch hat. Und der wird einfach nicht kürzer. Hallo? Wird er einmal sterben? Ach, da wird aufgeteilt. Aber der war jetzt nicht von Anfang an gleich voll, oder? Also die ganzen Einzelteile hier waren nicht ein ganzes Ding, oder? Glaub nicht. Das wäre es ja noch. So ein riesiger Wurm einfach. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Tschüss. Darauf habe ich keine Lust. Tut mir leid. Bevor wir aber gleich wieder unsere ganzen Leben verlieren, dann lieber nicht. Nee, nee, nee. Auf The Cave habe ich so gar keine Lust. Okay, da, blaues Herz für uns. Dankeschön. Rotes Herz brauchen wir nicht. Okay. Na gut, ob das jetzt ein schwererer Bosswasch ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall haben die Bosse auf jeden Fall mehr Leben. Also von daher dauert das wahrscheinlich länger. Und ich weiß halt nicht, ob da vielleicht danach, nach diesen ganz normalen Bossen, mit Anführungszeichen Bossen, ob da dann vielleicht doch noch die ganzen normalen Bosse kommen. Das kann natürlich auch sein. Was ist das denn hier? Pyro! Pyro? Was macht denn Pyro? Egal, wir haben Pyro. Wir sind ein Pyromane. Aber das wussten wir ja schon. Wir wussten ja schon, dass wir zur Feiernation gehören. So. Was können wir denn sonst noch so mitnehmen hier? Da ist auf jeden Fall Isaacs Herz. Das wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Ah, Wizard ist jetzt auch nicht so geil. Die Batterie können wir mal mitnehmen. Da ist noch Geld, Geld, Geld. Ach, dieses Pyro-Ding hat uns 99 Bomben gegeben. Okay, ich sehe schon. Ich sehe schon. Und wir haben diesen blöden Are You Wizard-Effekt. Oh Gott. Oh Gott, geh weg.
Geh weg, ich will dich nicht. Komm schon, wie lange bleibt das? Ich will kein Wizard mehr sein. Ich bin jung und frisch. Bin gerade in meinen besten Jahren. Ach, danke. Ist ja mal ganz schön, so ein alter Kreis zu sein, aber doch nicht die ganze Zeit. Okay, wir haben unendlich Geld. Yay. Okay, jetzt haben wir ausgesorgt. Jetzt können wir halt doch ein Kreis werden. So, okay, unsere Herzen füllen sich auf jeden Fall wieder. Und jetzt müssen wir nur irgendwie mal gucken, wo der Boss ist. Finde ich gerade ein bisschen schade, dass uns unsere Karte gerade nichts bringt. Wegen diesem blöden Curse. Aber gut, was will man tun? Was will man machen? Oh. Ach komm schon. Aber wir haben The Wafer, das heißt, wir kriegen sowieso nur den halben Schaden. Sowieso nur den halben Schaden. Au. Ich hätte viel lieber irgendwas, was uns keinen Schaden macht, sobald irgendwas explodiert. Aber ich glaube, das ist Wunschdenken. So. Komm schon. Stirb. Danke. Gut. Da hätten wir irgendeinen komischen Raum. Ich habe keine Ahnung, was er uns bringt. Und ich mag diesen Raum hier gerade nicht, weil er uns wehtut. Und zwar nicht zu wenig. Und eine 2. Okay. Kriegen wir was Gutes? Death. Ja, Death ist okay. Death ist okay. Finde ich okay. Finde ich gut. Und wir sind natürlich wieder falsch gelaufen. Wer hätte es gedacht? Aber dafür liebt uns jetzt dieses Gehirn da. Oh, armes Gehirn. Das Gehirn hat uns geliebt. Warum töten wir es? Warum? Isaac X, wie heißt der nochmal? Irgendwas mit X. Ich nenne dich Xavier, okay, okay. Au. Ich hasse rote Scheißhaufen. Immer diese Scheißhaufen, die mit Blut zusammengemischt worden sind. Ist hier vielleicht irgendwo ein blauer Stein? Nein, okay. Können wir uns hier eigentlich irgendwie raussprengen? Wir haben ja jetzt genug Bomben. Also von daher. Ja, funktioniert. Sehr schön. Hi. Ja, ja. Ich komme gleich nochmal wieder, wenn das hier falsch ist. Wenn das kein... Okay, Moment. Wir könnten eigentlich sogar eine Bombe in die reinpacken. Wow. Das hat ja richtig viel gebracht. Ja gut, jetzt sind die eh schon fast tot. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Oh, wir kriegen sogar eine Kiste. Ja, ein Schlüsselbär. Den haben wir gebraucht. Jetzt haben wir 17. So, und was bist du für ein witziger Kauz? Machst uns alles nach, hä? Spüre den Zorn von Bandage Girl. Au. Oder von unserem Poison Touch. Das ist auch okay. Ja. Na, hi. Ich gehe dann mal. Ich gehe dann mal aus diesem linken Tor hier raus, ja? Ja, okay, danke. Tschüss. Hä, es kann nicht sein, dass das ja alles falsch ist. So, hier ist es Sun. Sun oder Death? Ich glaube, Sun ist besser. Und da war anscheinend falsch. Das heißt, wir gehen hier nochmal runter. Bye bye. Ich will nicht gegen euch Gürklings kämpfen. Lasst uns doch friedlich zusammen leben. Wir müssen nicht kämpfen. Sowieso, was macht ihr eigentlich alle in meinem Keller? Seid ihr alle doof? Schon wieder falsch gelaufen. Hm. Der ist jetzt eher nicht so toll. Und seit wann haben die so viele Leben? Eigentlich ist der Schaden doch schon voll gut. Ich wundere mich, dass wir so wenig Schaden machen. Müssen wir echt so stark werden, damit man hier überhaupt noch irgendwas machen kann? Okay. Okay, okay, ja. Hi, ich bin schon 3. Mal hier. Ich mag euch. Schauen wir mal da lang. Was haben wir hier Schönes? Aber waren wir ja schon? Waren wir hier unten schon? Waren wir hier schon? Nein, okay.
Verbrenne, du Auge. Danke. Ach, hier waren wir auch schon drin. Wir waren überall schon. Oh Gott. Okay, der stirbt wenigstens mal recht schnell. Endlich mal ein Gegner, der schnell stirbt. Yay. Endlich fühle ich mich mal ein bisschen stark. Und trotzdem macht er uns Schaden. Au. Ach, da ist der Bugbomb. Gut, den nehmen wir natürlich mit. Weil ich eben schon von dem geschwärmt hatte. Müssen wir den mitnehmen. Wenn wir hier jetzt noch irgendwie kostenlos rausgehen könnten, dann wäre das auch ganz toll. Ein blaues Herz, danke. Okay, erster weg. Bombe, geh weg. Los, Adler, du schaffst das. Ja, gut gemacht, Adler. Du bist der beste Adler, den ich jemals hatte. Ganz ehrlich, du bist der beste. So. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind zu schwach. Ich hätte gern ein Pentagramm oder so. Gib mir ein Pentagramm. Oh Gott. Oh Gott, nein. Da stand ich ja gerade so richtig. War eigentlich nicht so geplant. Naja, naja, doch, doch, natürlich war das so geplant. Natürlich. Okay. Au, Mann. Gut, dass wir den Waver haben. Oh Gott. Wir hätten hier nicht reingehen sollen. Wir hätten hier echt nicht reingehen sollen. Yo, hör mal auf zu spucken, du Typ. Wie der halt kontinuierlich gespuckt hat. Geh mal zum Arzt mit deiner Spuckallergie hier. Oh, guck mal, jetzt viele Herzen. Kannst du alle haben von mir aus. Er gibt uns nichts für 1,5 Herzen. Okay. Aber jetzt. Und ich weiß, dass hier links noch mehr Herzen liegen. Irgendwo. Irgendwo lagen hier noch richtig viele. Oh. Tschüss. War das hier? Hier ist auf jeden Fall noch eins. Danke. Haben wir hier schon? Da waren wir schon. Da ist noch ein halbes. So. Ich mag den Darkbomb. Der Darkbomb ist toll. Na, gibt es uns noch was Schönes? Danke. Da gab es nichts. Gab es hier rechts noch irgendwas? Man weiß es nicht. Da. Hä, echt? Haben wir die Ebene schon so weit erkundet? Finde ich gerade ein bisschen krass. Hier ist auch nichts. Okay. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. War das hier? Ja, ne? Ja, oder? Ja, ich glaube schon. So, wir könnten uns schneller machen. Ich glaube, das nehmen wir auch mal mit. Ich glaube, ich will keine Karten mehr haben. Ich bin es leid, diese Karten alle aufzusammeln. Stattdessen widmen wir uns unserem einzig wahren Hobby, der Pyromantie. Pyromanie, Pyropathie, Chirofarie. So, ich habe alles. Au, au, du Bastard. Wieso hast... Oh, yay, wir sind Gabi. Nice, wir sind Gabi. Jetzt sehen wir auch nicht mehr so böse aus. Jetzt sehen wir sogar ganz schön süß aus. Kriegen noch eine Range-Up. Perfekt. Okay, dann haben wir jetzt Mulligan und Gabi. Stackt das überhaupt? Also produzieren wir jetzt doppelt so viele Fliegen quasi? Das wäre cool. Und anscheinend sind wir hier falsch. Was? Nee. Das ist ja echt falsch. Wo ist denn dann der Boss? Hä, wir waren doch schon überall. Hä, ist bei den Görklings ging es doch nicht nach oben, oder? Oder doch? Nö. Okay, ich bin verwirrt. Ging's. Ah, hier sind auf jeden Fall noch ganz viele Herzen. Sogar schwarze Herzen, nett von dir. Da ist noch eins. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Gang hier. Ach da. Ach da ist aber. Okay. Hätten wir vielleicht mal nachgucken sollen. Toll. Müssen wir hier echt noch diese blöden Gegner besiegen? Oh Gott. Na, das kann ja witzig werden. Aber anscheinend haben wir wenigstens ein paar weniger Leben als im Boss Rush. Na, und wir machen natürlich ein bisschen mehr Schaden, weil wir Gabi sind. Okay. Oh, jetzt vermisse ich meinen Dingel. Ich möchte hier jetzt irgendwo gleich noch einen Dingel haben, der macht. Und ich... Das hört sich an wie so eine richtig alte Katze.
Death, juhu. Cool, wir kriegen unseren dritten Bandage Meat Boy Girl Ding. Das heißt, dann haben wir gleich ein echt lebendiges, laufendes Meat Girl Teil. Geil. Das freut mich. So, komm, stirb, verbrenn einfach. Cool. Da haben wir eine super, super Bandage Girl. Kriegen die Hure von Babylon wieder. Und wir sammeln mal dieses Baby auf, weil dieses Baby mag ich. Und sollten jetzt Hure von Babylon sein. Das heißt, wir machen auf jeden Fall vollen Schaden. Höchstwahrscheinlich. Träumt dieser Black Judas eigentlich was anderes? Guck mal, wir haben Hure von Babylon, sind aber nicht stärker geworden. Komisch, oder? Doch jetzt, okay. Stimmt, im ersten Raum in der neuen Ebene funktioniert das manchmal nicht. Das weiß ich auch noch. Okay, schön. Dann sind wir jetzt wenigstens ein bisschen sehr viel stärker. Denkt der Hohe von Babylon. Sieht man aber nicht wirklich. Wir sind nicht größer geworden, was man ja eigentlich wird durch die Hohe von Babylon. Dieser Text kam nicht. Oh. Der eigentlich kommt bei Hohe von Babylon. Und noch was Drittes. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir stärker geworden und auch schneller wahrscheinlich. Weil Hure von Babylon macht man ja auch schneller. Was richtig cool wäre, wäre dieses Item, das macht, dass das Space-Item eine Aufladung weniger braucht, sobald man einmal getroffen wurde. Das wäre ganz toll. So, Boss ist wahrscheinlich da unten. Das heißt, wir kürzen hier mal ein bisschen ab. Da, ich sammle das Herz auf und sammle dieses Herz auf. Ich bringe es sogar zu dir, nett wie ich bin. Da. Und dafür ist er auch nett. Das ist doch mal toll. Nett und nett gesellt sich gern. So das Sprichwort. Von irgendeinem Chinesen oder so. Okay, das ist anscheinend doch nicht der Boss. Okay, wo müssen wir denn dann hin? Ist der echt da links einfach nur so richtig öde? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da oben rechts sein... Okay, doch kann ich. Doch kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Hat mein Darkbomb gerade wieder eine Spinne gespawnt, ja? Eisiger kleiner Darkbomb. Nix. Er gibt uns einfach gar nichts. Dieses Bastard-Darkbomb-Ding. Wieder forschen. Könnten wir natürlich viel mitspielen, aber ich glaube, wir brauchen es nicht. Ja! Hey, mach dein Geräusch! Nein, mach dein Geräusch oder spawn deine kleinen Dinger. Okay, guck mal, der hat schon wieder so rumgebackt. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht so gehört? Das war jetzt schon zweimal so. Okay, viertes Gabi-Item, Goathead, viel zu spät, aber jetzt haben wir ihn wenigstens. Oh, nochmal spinnen. Okay, das war ein schöner Raum. Aber Dingle hat eben so schon wieder rumgebackt, dass er so richtig schnell... Oh, das war dumm. Dass er so richtig schnell im Raum umher geglitscht ist. Das ist nicht schön. Und das ist auch mal was anderes. Wird das Herz jetzt jedes Mal stärker? Mit jedem Mal, wo wir sie einmal besiegt haben? Da bin ich ja dann mal gespannt, was sie wird, wenn es Eclipse ist. Ob das dann auch nochmal richtig stark wird. So, zumindest sind hier ganz schön viele blaue Herzen. Das ist ja ganz schön. Genug Fliegen spawnen wir auf jeden Fall auch. Ach doch, das ist alles gut. Und weiter können wir ja sowieso nicht gehen. Also es würde uns auf jeden Fall nichts bringen. Ach stimmt, wir haben unser komisches Baby. Das fängt ja sowieso alles ab. Perfekt. So, wir haben leider... Kriegt man denn so viele Gabi-Items, sobald man eins hat? Sobald man ein Gabi-Item hat, kommen die anderen irgendwie immer so richtig schnell nach. Naja, wir könnten zum Teufel gehen, allerdings, das wird uns überhaupt nichts bringen, weil wir da schon alles haben. Ah, guck mal, Bandage Girl freut sich, dass wir es geschafft haben. Ich hatte sie. Oh, okay, freut sich nicht mehr, jetzt wo wir es gesagt haben. Los, freu dich nochmal, Bandage Girl, freu dich. Freu dich, Bandage Girl. Freu dich? Nein, freu dich doch. Bandage Girl. Okay, sie will sich nicht freuen. Aha. You unlock Shadow Baby.
und Transistenz. Und die Channel 6. Oh, das ist gut. Solar. Oh nein. Das wird nicht angepasst. Die Solar. Okay, sie heißt Rings. Nur wenn sie aufploppt, heißt sie noch anders. Okay, das ist sehr interessant zu wissen. Ich dachte schon, ich hätte da wieder irgendwas vergessen. Aber okay. So, wir schalten so langsam hier die ganzen Challenges mal frei. Das ist doch auch alles schön. Haben wieder unseren Winstack von 2. Sehr schön. Und das war dann Xaven. Ja. Xaven ist ein recht netter Charakter, würde ich sagen. Auf jeden Fall besser als Drake. Also Drake war bisher der Charakter, den ich am wenigsten mochte. Gut, dann kommt morgen Gitchen. Da bin ich auch mal gespannt mit der Sojamilch. Das kann interessant werden. Je nachdem, was er sonst noch so hat, außer die Sojamilch. Aber wenn er nur die Sojamilch hat und dann richtig schwach ist, dann wird das wahrscheinlich nicht so ganz witzig. Aber das dann morgen. Bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschalten würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.